Bevor wir diese Ungleichung lösen, müssen wir Existenzbedingungen erstellen, denn x darf nicht 0 sein, wir teilen ja durch x, und 2 minus x muss erstens größer gleich 0 sein, weil es der Radikant einer Quadratwurzel ist, und zweitens darf 2 minus x nicht 0 sein, weil wir ja durch die Quadratwurzel von diesem Radikant teilen. Also insgesamt muss 2 minus x streng positiv sein, das heißt, x muss streng kleiner sein als 2. Jetzt verbinden wir diese zwei Existenzbedingungen und finden heraus, dass x streng kleiner sein muss als 2 und verschieden von 0. Jetzt beginnen wir mit der Auflösung. Zuerst setzen wir diesen Bruch links rüber, sodass wir rechts die 0 haben. Vorsicht! Hier kann man nicht kreuzweise multiplizieren, denn wenn wir mit diesem x multiplizieren, dann wissen wir nicht, ob wir dieses Zeichen umdrehen müssen oder nicht, weil wir das Vorzeichen von x nicht kennen. Also machen wir das so, wir setzen diesen Bruch links rüber, somit haben wir rechts die 0 und links vom Ungleichungszeichen wird jetzt faktorisiert. Das heißt, wir machen diese zwei Brüche gleichnamig und subtrahieren die Zähler. Jetzt haben wir unsere Ungleichung verwandelt, so dass wir eine Zeichentabelle erstellen können. Wir suchen die einzelnen Nullwerte von jedem Faktoren, aber Vorsicht, dieser Faktor ist speziell. Der ist nicht ersten Grades und auch nicht zweiten Grades, also macht er einige Schwierigkeiten. Wir schauen zuerst, wann dieser Faktor 0 wird. Dazu lösen wir separat diese Gleichung. Zuerst stellen wir den x-Term nach rechts, so haben wir, diese Quadratwurzel ist gleich zu x und daraus schließen wir, dass die Zahl x größer gleich 0 sein muss, weil sie ja gleich zu einer Quadratwurzel ist. Jetzt erheben wir beide Seiten im Quadrat und finden so, diese Gleichung zweiten Grades, die wir in die übliche Form umschreiben. Und jetzt können wir diese Gleichung zweiten Grades lösen, zum Beispiel mit Delta b² minus 4ac oder auch durch die Formel von Vieta. Wir suchen zwei Zahlen, deren Produkt minus 2 und deren Summe minus 1 ist. Das können nur die zwei Zahlen minus 2 und 1 sein. Aber x muss größer gleich 0 sein. Deshalb ist diese Lösung minus 2 zu verwerfen. Was also bedeutet, diese Differenz, diese Funktion von x wird nur 0, wenn x gleich 1 ist. Nullwert von diesem Faktor, ja das ist natürlich die 0 und hier ist es die 2. Wir haben also drei besondere Werte. 0, 1 und 2. Diese Werte tragen wir hier in der x-Zeile ein und das in aufsteigender Reihenfolge von links nach rechts. Schauen wir jetzt für diese Differenz. Wenn x 1 ist, dann wissen wir, diese Differenz ist dann 0. Wenn x streng größer ist als 2, dann gibt es diese Differenz nicht, weil dann die Quadratwurzel nicht definiert ist. Also setzen wir rechts von der 2 hier einen Schrägstrich. Jetzt schauen wir mal bei 2 selbst. Bei 2 wird das hier Quadratwurzel von 2 minus 2, also 0, minus 2. Wenn x 2 ist, dann ergibt das hier minus 2, also eine streng negative Zahl. Dann muss rechts von dieser 0 überall eine streng negative Zahl kommen. Warum? Weil das hier eine stetige Funktion ist und ihre einzige Nullstelle ist die 1. Wäre hier also irgendwann mal ein Plus, dann müsste der Graph von dieser Funktion nochmal irgendwo durch die x-Achse gehen. Tut er aber nicht, denn die einzige Nullstelle ist die 1. Das können wir auch hier grafisch überprüfen. Das ist der Graph von dieser Funktion. Wir sehen, dass 1 Nullstelle ist. 2 hat effektiv als Bild minus 2
Und alle Zahlenstränge zwischen 1 und 2 müssen also ein streng negatives Bild haben. Warum? Wenn eine dieser Zahlen ein positives Bild hätte, dann müsste der Graph dieser Funktion nochmal irgendwo durch die x-Achse gehen. Tut er aber nicht, denn 1 ist die einzige Nullstelle. Also muss hier ebenfalls ein Minus stehen. Jetzt schauen wir links von der 1, zum Beispiel bei 0. Wenn wir hier x durch 0 ersetzen, erhalten wir Quadratwurzel von 2. Das Bild von 0 durch diese Funktion ist also die Quadratwurzel von 2. Und die ist streng positiv, also setzen wir da ein Plus hin. Dann müssen alle Zahlen links von 1 ein positives Bild haben, also so. Warum? Weil wäre nochmal irgendwo eine Zahl, die ein negatives Bild hätte, dann müsste der Graph dieser Funktion zwangsläufig nochmal durch die x-Achse verlaufen. Stellen wir uns das so vor. Zum Beispiel, das wäre der Graph der Funktion. Hier hätte eine Zahl ein negatives Bild, aber da diese Funktion stetig ist, muss sie nochmal irgendwo durch die x-Achse gehen. Das heißt, diese Funktion müsste eine weitere Nullstelle haben als 1, hat sie aber nicht. Also ist das hier ausgeschlossen. Deshalb überall ein Plus links von 1. Jetzt x. Ja, x wird natürlich 0 bei 0. Rechts von der 0 ist x streng positiv und links von der 0 ist x streng negativ. Jetzt diese Quadratwurzel. Sie wird 0 bei 2. Rechts von der 2 gibt es diese Quadratwurzel nicht, also setzen wir da einen Schrägstrich. Und links von der 2 ist sie überall streng positiv. Ehe wir jetzt zu den Schlussfolgerungen bezüglich dieses Bruches kommen, setzen wir diesen Bruchstrich in unsere Zeichentabelle ein. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme, und zwar, wenn x 0 ist, dann ist dieser Faktor eine streng positive Zahl, x ist 0 und diese Quadratwurzel ist eine streng positive Zahl. Also haben wir positiv geteilt durch 0 geteilt durch positiv. Aber durch 0 kann man nicht teilen, also sobald unter diesem Bruchstrich eine 0 erscheint, gehört da ein Schrägstrich hin. Gibt's nicht. Bei der 1 erhalten wir 0 geteilt durch POS geteilt durch POS, also 0. Und bei 2 erscheint wieder eine 0 unter dem Bruchstrich, deshalb Schrägstrich, gibt's nicht. Links von 0 haben wir POS geteilt durch NEC geteilt durch POS, das macht NEC, also gehört da ein Minus hin. Zwischen 0 und 1, POS geteilt durch POS geteilt durch POS, das macht POS, da gehört ein Plus hin. Zwischen 1 und 2, NEC geteilt durch POS, das macht NEC, da gehört also ein Minus hin. Und rechts von der 2 gibt es den Zähler nicht und auch einen Teil vom Nenner. Das heißt, dieser Bruch existiert rechts von der 2 nicht. Jetzt schauen wir hier, was gefragt wird. Gefragt wird, für welche x-Werte ist dieser Bruch kleiner gleich 0. Die Zeichenzeile für den Bruch steht hier und kleiner gleich 0, das ist da und da. Diese zwei Felder markieren wir in grün und fahren diese grün markierten Felder nach oben bis zur x-Zeile, also so. Wir deuten, wenn x da oder da ist, dann ist dieser Bruch effektiv kleiner gleich 0. Also da und da, die Vereinigung dieser zwei Intervalle, ergibt wahrscheinlich die Lösungsmenge. Aber Vorsicht, wir müssen überprüfen, ob alle Zahlen dieser Menge auch die Existenzbedingungen erfüllen. Das heißt, liegen alle Zahlen dieser Menge in dieser Menge? Antwort, ja. Wenn nicht,
dann müssten wir eventuell hier noch Zahlen ausschließen wegen der Existenzbedingung. Das ist hier aber nicht der Fall. Wir haben die Lösungsmenge dieser Ungleichung gefunden und somit ist diese Übung beendet.